Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute einmal ein paar neue Produkte zeigen. Ich selbst habe sie auch noch nicht getestet oder auch noch nicht geschaut, wie die Produkte so sind. Das machen wir jetzt einmal im Video gemeinsam. Das sind einmal die Studio Line LS Beauty Concept. Da haben wir hier jetzt zum Beispiel das Fiber Clear. Ich werde jetzt einmal mit euch die Produkte öffnen. Und wir werden uns die jetzt gemeinsam anschauen. Ich habe jetzt hier einmal einen Primer, ein Finish, Base, Farbe und zwei Gele. Als allererster möchte ich euch einmal den Primer zeigen. Da habt ihr einmal das Fläschchen. Er ist auch säurehaltig, sind 10 Milli enthalten. Und wenn ihr es aufmacht, habt ihr einmal hier gleich so einen Pinsel mit drinnen und könnt das Produkt dann einmal auch schnell auftragen. Weiter geht's mit dem Base. Da sind 15 Milli enthalten. Jetzt machen wir mal den auf, ob er jetzt dünn oder dick ist. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, es ist eher so mittel. Mal gucken. Tragen wir mal ein bisschen einen auf, dass wir es einfach sehen. Oh, lässt sich schön auftragen. Wunderbar. Wunderbar. Mit dem könnt ihr dann auch einmal weitermachen. Man kann den Base benutzen. Muss man aber jetzt nicht. Also das ist wirklich bei jedem unterschiedlich. Und ihr könnt nach dem Auftragen des Primers auch mit dem Gel weiterarbeiten. Also das macht auch jeder unterschiedlich. Ich arbeite gern mit beiden. Ich arbeite gern mit einem Base und ich arbeite auch gern mit normalem Gel oder Fiberclear. Aber das entscheidet, glaube ich, einfach jeder für sich selbst. Das ist jetzt einmal von Studio Line LS Beauty Concept Fiber Clear. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Oh Gott, mein Englisch und so, ne? Machen wir mal auf in der Zeit, wo jetzt das Base aushärtet. Und gucken jetzt einfach mal. Na, einmal scharf bitte. Gucken jetzt einfach mal, wie hier so die Konsistenz ist. Wenn es scharf ist, ja. So, gucken wir mal. Kann man ganz gut sehen. Also ich persönlich mag es ganz gern, wenn es jetzt nicht so fest ist. Ja, ich würde sagen, es ist auch jetzt so eine Mittelsache. Ich werde immer oft gefragt, wie sind die genauen Beschreibungen und Daten? Ihr Lieben, ich teste diese Produkte für mich und möchte es euch einfach zeigen, wie ich sie entfinde. Also ich werde jetzt, oder jeder, der mich kennt, weiß, ich werde jetzt keine direkte Beschreibung runterleiern wie viele andere. Also mit dem könnt ihr auch einen guten Aufbau machen, ne? Ihr könnt es hier auch einmal so mittig auf den Nagel setzen. Sieht immer ganz lustig aus. Also man sieht schon, dass es jetzt nicht zu dünn ist, weil sonst wird es sofort weglaufen. Ja, es ist wirklich so ein Mittelding. Ich finde es auch ganz schön, dass es jetzt ein bisschen so stehen bleibt, weil ihr könntet es jetzt eben selbst schön schieben, wie ihr das braucht. So. Aber ich finde es halt eben gut, weil es nicht zu standfest ist, ne? Es gibt ja wirklich welche, die sind ziemlich standfest. Und ich mag es jetzt nicht, mit so standfesten zu arbeiten. Andere mögen das. Ich glaube, ja, das muss immer jeder für sich selbst entscheiden, aber ich mag das so ganz gerne. So. Lässt sich toll verarbeiten, finde ich super. Sind wir scharf? Ja. Sind wir scharf? Sind wir scharf? So. So, ihr könnt dann auch immer ein bisschen warten, ne? Lasst das Gel auch immer ein bisschen selbst arbeiten. Das sage ich aber immer ganz gern bei allen Gelen, weil sich auch viele selber dann noch ein bisschen glatt ziehen, ne? So.
Dann einfach mal noch ein bisschen lassen. Da ist jetzt so ein kleines Bläschen drin. Das kann man auch rausziehen. So. Und dann wartet man einfach ein bisschen. Finde ich jetzt auch sehr, sehr gut. Also es lässt sich auch gut verarbeiten. Ihr seht auch, dass sich das wirklich glatt zieht, ja. Soll ich das mal ein bisschen näher machen? Wartet mal. So. Also es lässt sich schon gut glatt ziehen. Und wenn ihr dann zufrieden seid, dann könnt ihr ja auch einmal zum Aushärten gehen. Powder Rose haben wir jetzt hier. Machen wir mal auf. So. Also das sieht mir jetzt schon fester aus, standfester. Ist für mich immer so eine Herausforderung. Nehmen wir mal einen Spatel und greifen da mal rein. Obwohl, nein, es täuscht. Jetzt dachte ich wirklich, es ist extrem fest, aber ist es jetzt gar nicht. Es ist schon, Moment, einmal scharf bitte. Es ist schon ein wenig fester, ne? Also man sieht es ja. Ich bin jetzt gespannt, wie es beim Auftragen sein wird. Lass mich jetzt mal überraschen. So, dann schauen wir mal. Halt, erst machen wir das mal wieder da rein. Wie gesagt, alle Daten, die ihr zu den Produkten braucht, findet ihr einmal auf der Seite dann. Das werde ich einmal verlinken. So, schauen wir mal. Ich bin selber gespannt. Einmal hell bitte. So. Dann nehmen wir uns da jetzt mal ein bisschen was. Also ich bin echt gespannt. Bin total aufgeregt. So. Und dann setzen wir das hier mal an und probieren das einmal. Gott, ich bin ja eigentlich kein Freund, ne, von etwas festeren Gelen, aber das ist toll. Es hat auch eine schöne Farbe, muss ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen was. Einmal schön verarbeiten. Gut, ich hätte das jetzt echt nicht gedacht. Ihr kennt mich ja, ich bin da gerade raus. Natürlich schon ein bisschen, also es ist schon fester. Für Leute aber, die eben mit dünn nicht unbedingt umgehen können, ist ja sowas perfekt, ne? Ich habe jetzt auch echt einen blöden Tipp mir hier ausgesucht. Aber ich dachte, so habe ich alle beieinander. So. Gut, also man merkt schon, vom Auftragen her, dass es fester ist. Jetzt könnt ihr euch da noch mal ein bisschen was drauf tun. Mittig. Um das dann eben noch restlich zu verarbeiten. Ihr könnt damit auch einen guten Aufbau machen, das sieht man. So. Also ich bin ja auch jemand, ich arbeite ja eher schwebend, ne? Man muss das jetzt auch nicht. Wie geleckt, dass das auch alles gerade ist dann, ne? Das kann man dann befeilen. So. Also man sieht schon, es zieht sich jetzt nicht direkt selber glatt. Man muss es wirklich selbst verarbeiten. Ich glaube, da ist echt Übung. Da brauche auch ich Übung, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist eine unglaublich schöne Farbe, ne? Also wer das jetzt zum Beispiel so nicht kann, ne? Da gibt es dann noch einen Trick. Man nehme, lass mal das jetzt einfach mal ein bisschen ruhen, weil ich denke mal, dass sich das auch ein bisschen zieht. So, denn man kann, glaube ich, auch einfach, wenn man das jetzt eben nicht so hinkriegt mit dem Schweben arbeiten, einmal eine dünne Schicht drauf machen und dann über diese Schicht nochmal arbeiten. So.
Man muss natürlich auch bedenken, dass meine Tipps hier nicht angeraut oder vorgearbeitet sind. Ne? Das muss man natürlich auch immer bedenken. Ne? Also, dass die untere Fläche einfach sehr glatt ist und sich das Gel dann auch ein bisschen schiebt. So. Aber im Prinzip kann man es so auch machen. Dünn auftragen. Schaut mal, es sieht nämlich auch gut aus. Ne? Und man sieht jetzt auch, es zieht sich auch ein bisschen. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Weil, wie gesagt, man feilt ja dann oben auch noch einmal, ne? Und die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Also die Farbe ist toll. Wirklich toll. Ich packe es mal zum Aushärten. Jetzt ist es einmal ausgehärtet. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier dann gleich befeilen, ne? Oder wenn euch jetzt das nicht reicht, könnt ihr auch noch mal eine dünne Schicht drüber machen. Also das kann man echt machen, wie man will. Ne? Man kann jetzt da noch ein bisschen die Unebenheiten noch mal ein bisschen ausgleichen. Dann hat man weniger dann zum Feilen. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich schon mal sehr gut. Obwohl ich ja jetzt lieber ein bisschen damit arbeite, wenn sie sich selbst glatt ziehen, wie jetzt bei dem einen Gel hier, ne? So, und da könnt ihr ja im Prinzip auch nochmal eine dünne Schicht mit drauf machen. Also ich finde es echt gut. Wie gesagt, jeder, der jetzt nicht mit Gel arbeiten kann, das sich selbst ein bisschen zieht oder glatt zieht oder bis minimal läuft, ja, ist mit dem, glaube ich, auch echt gut bedient. Also ich finde es jetzt super. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, ich bin ja eh immer wegen. Auch skeptisch, ne? Aber ihr könnt da wirklich schön. Ich tue da jetzt auch ein bisschen fester aufdrücken, weil es arbeitet ja nicht jeder so schwebend wie ich. Schaut mal und fertig. Und dann könntet ihr auch einfach ein bisschen befeilen, ne? Also ich finde es jetzt, man sieht schon, also es zieht sich jetzt nicht direkt komplett glatt, ne? Das ist klar, weil es anscheinend auch einfach ein bisschen fester ist. So. Aber ich finde es echt nicht schlecht. Also ich finde es gut. Ich finde auch die Farbe. Also die Farbe ist echt schön. Ich weiß gar nicht, ob das so direkt rüberkommt bei euch, ne? Ein bisschen. Ich meine, im Töpfchen ist die Farbe natürlich immer intensiver, als wie wenn man sie aufträgt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ja alles auf dem Haufen in einem Töpfchen ist, ne? So, jetzt härte ich immer nochmal. In der Zeit jetzt, wo mein Tipp hier einmal aushärtet, möchte ich euch das Farbgel zeigen. Und natürlich ist es in Rot, ganz klar. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Rot, also muss es natürlich auch rot sein. Es ist einmal die 102. Ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn ich das so anschaue, ne, man sieht schon, dass es standfester ist. Es läuft nicht. Und bei den Farbgelen ist es tatsächlich so, dass ich es da lieber hab, wenn die fester sind. Da mag ich es nicht, wenn es läuft, ganz einfach aus dem Grund, weil mich das nervt. Umso fester, umso besser. Für mich persönlich. Also ich spreche hier in meinen Videos nur für mich. Ich rede auch oder ich empfinde alles, wie sagt man? Nein, ich sag das, wie es ich finde. Genau. Fertig. Hey, hab ich schon wieder ein Deutsch. Ich weiß schon wieder nicht, was ich sagst du. Ja, jetzt machen wir mal ein kleines bisschen weg. Wir haben ja hier den Base. Ihr könnt die Farbe auch auf einem Base auftragen und danach versiegeln. Ihr könnt die Farbe auch auf einem Aufbau auftragen. Völlig schnuppi, ja. Also ich mache so. Ja, hier haben wir wieder das Thema, wie ich das mache. Ne? Nicht, dass es heißt irgendwie jemand, aber ich. Ne? Also wie ich das mache und wie es ich einfach ja gut finde. So, auf jeden Fall hier. So, man sieht, sie ist auf jeden Fall fester, was ich persönlich ganz, ganz gerne mag, wenn es nicht zu flüssig ist, aber auch nicht zu fest. Ne? Also man sieht schon, zu flüssig ist es jetzt auch nicht. Ne? So, nehmen wir jetzt mal erst einmal ein bisschen was, weil ich ja noch nicht weiß, wie die Farbe von der Deckkraft ist.
Und ich mache es jetzt einfach mal auf dem Base drauf, weil die anderen habe ich ja nicht befeilt und glaube ich, ist ein bisschen schwer zu feilen jetzt hier mit diesem Tipp-Display, kann man das sagen? Naja, auf jeden Fall tragen wir es jetzt mal hier. Oh, ach, wunderschön. Wunderbar. Ja, ich liebe es. Wunderbar, wirklich sehr, sehr schön. Unglaublich deckend. Also ich glaube, es würde sogar noch weniger Farbe auf den Pinsel reichen, weil es wirklich schön deckt. Ja, brauche ich gar nichts mehr machen. Ihr seht ja, es deckt unglaublich toll. Wow. Gehen wir mal aushärten. Einmal ausgehärtet haben wir jetzt die ganze Sache und ich finde es wirklich wunderschön. Also, ich liebe ja sowieso Rot, da kann man mich ja immer mit bezaubern. Aber wirklich ganz toller Ton. Es ist nicht zu hell und auch nicht zu dunkel. Ist einmal hier nochmal die 102. So, dann, ja, ihr seht ja auch nochmal die anderen. Wie gesagt, feilen werde ich jetzt einmal nicht, weil das, glaube ich, ein bisschen schwer ist. Aber ich finde es auch ganz gut so, damit ihr auch einfach seht, wie das Gel dann ist, wenn es aufgetragen ist. Das zeige ich euch nochmal einmal hier, das Fiber Clear hat sich schön wunderbar glatt gezogen. Also, ne? So, kann ich absolut empfehlen. Ganz toll. Hier haben wir nochmal einmal das Powder Rose. Sind die hier einmal ein bisschen dicker aufgetragen, einmal dünner. Finde ich, also ich finde es super, ja. Da muss man halt einfach dann noch ein bisschen feilen, ne? Ihr seht auch, wie das Licht hinfällt, die Farbe. Na, aber ich mach mal scharf hier. So ist es, ne? Ist immer so eine Lichtsache, aber so sind die Farben. Dann, dass wir natürlich auch nichts vergessen, haben wir natürlich noch einen Finish. Und den machen wir jetzt, ah, schau, so sieht es auch gut aus. Den machen wir natürlich jetzt einmal noch auf die Farbe Rot. Da haben wir jetzt einmal 15 Milli drinnen und ist auch ohne Schwitzschicht. Finde ich immer ganz gut, weil dann hat man das Geschmiere ja nicht mehr. So. Ist auch meine persönliche Meinung, ne? Also ist halt, was ich persönlich gut finde, ne? Einmal vom Nahen möchte ich es euch natürlich jetzt auch einmal zeigen, bevor ich auftrage, dass ihr seht, also es ist jetzt auch nicht dünn, ne? Ihr seht ja, das zieht sich ein bisschen. Ist jetzt auch ein bisschen, würde auch sagen, so mittel dick vielleicht. Schauen wir mal, wie es sich auftragen lässt. So, gehst du her. So. Ja, ist schon ein bisschen fester. So. Der Pinsel auf jeden Fall, ne, ist schön zart. Also das ist schon mal wirklich, also der ist schön zart, das sieht man auch beim Auftrag. Jetzt tue ich mal ein bisschen was runter. So. Komme ich da in die Ritze da hinten rein? Ja. So. Also er ist wirklich ein bisschen fester, aber ist ja auch wieder jeder anders, ne? Also ich mag es persönlich fester und dünner. Also da beim Versiegler bin ich da jetzt nicht ganz so pingelig. Aber da hat ja auch jeder so seine Spitzenreiter, ne? Aber er lässt sich auch schön auftragen. Schaut mal, also es sind jetzt nichts, ne? Keine Bläschen, nix. Jetzt. Zieht sich auch schön glatt. Keine Striemen drin. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Also das Handy, ne, das macht mir fertig. Dass das immer verschwommen ist. Ich gehe mal aushärten. Jetzt sind wir einmal am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch die Produkte ein bisschen näher bringen. Ich finde sie wirklich gut. Wer Interesse hat, kann sich einmal bei Alice Beauty Concept einmal
im Shop umschauen, ja. Ihr bekommt einen 10%-Gutschein, wer dort einkaufen möchte, mit dem Code oder Gutscheincode Lilu10. Werde ich aber auch einmal noch in der Beschreibung mit reinschreiben. Ja, wünsche euch ganz viel Spaß beim Durchschnuppern der Seite. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Rot liebe ich. Das Fiber Clear ist super zum Auftragen, kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es sich auch selbst schön ein bisschen glatt zieht. Das Powder Rose ist, wie gesagt, etwas fester, muss man dann auch noch ein bisschen nachfeilen. Aber an und für sich, obwohl ich solche nicht mag, ist es nicht zu fest und deswegen sogar von mir als gut befunden. Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben. Finish super, ist ein bisschen dicker. Wer es natürlich dünner mag, ja, dann lieber dünner. Aber dieser hier ist ein bisschen dicker, aber zum Auftragen auch wunderschön. Und der Pinsel ist unglaublich weich. Also top, ne? Primer, der stinkt auch nicht so wie viele andere. Also kann ich auch empfehlen. Und Base liebe ich natürlich absolut. Ich arbeite sehr gerne mit Base, weil ihr auch einen Primer, Base, Farbe auftragen und versiegeln könnt. Geht ratzfatz und ist auch eine ganz, ganz schnelle Möglichkeit, ne? Ohne Aufbau zu arbeiten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag heute und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!